Ja, danke schön. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich würde gerne zu Beginn drei Themen ansprechen. Und dann stehe ich Ihnen natürlich für Fragen zur Verfügung. Ich will mit dem Thema Flüchtlingspolitik beginnen. Ich habe das jetzt in der Zeit, in der ich Bundesgeschäftsführer bin, nicht so oft gemacht, aber manchmal muss man dann doch auch eine CDU-Kanzlerin in Schutz nehmen. Ich will das heute dann ausdrücklich tun und damit auch beginnen. Man hat den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, es ist offensichtlich so, dass ihr die Mehrheit in der eigenen Partei schwindet, was ihre aktuelle Politik zu diesem Thema betrifft. Und das ist mehr als bedenklich. Es ist nicht so, dass ich an der Politik der Bundeskanzlerin keine Kritik hätte. Dazu komme ich gleich. Trotzdem müssen alle in der Union wissen, was sie gerade tun. Und offensichtlich wollen Sie eine Debatte von rechts befeuern. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sondern wir brauchen praktische Lösungen, die vor allen Dingen den Flüchtlingen helfen und denjenigen, die sich vor Ort um diese Menschen kümmern. Ich will in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Ergebnisse des Gipfels von letzter Woche zu sprechen kommen. Wir kritisieren das Ergebnis, weil es aus unserer Sicht nicht ausreichend ist, bei allem, was möglicherweise erreicht worden ist. Es hat finanzielle Zusagen gegeben für die Länder und Kommunen. Das ist gut, allerdings reichen sie bei weitem nicht aus und alle, die sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, wissen das auch. Wir bleiben dabei, dass der Bund die Kosten, die entstehen, vollständig zu übernehmen hat. Davon sind wir immer noch entfernt. Die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer wird von uns ganz entschieden abgelehnt. Die längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen wird von uns ebenso kritisiert und ist, was eine schnelle Integration von Flüchtlingen betrifft, absolut kontraproduktiv. Und auch die Leistungseinschränkungen für Flüchtlinge halten wir für grundfalsch. Trotzdem ist es offensichtlich so, dass in der Union den einen die Verschärfungen des Asylrechts nicht weit genug gehen und die Zusagen an die Länder und Kommunen offensichtlich zu weit gehen. Das spricht Bände. Ich hoffe, dass die Kanzlerin wenigstens bei diesen Kleinigkeiten, die jetzt zugesagt worden sind, bleibt. Es wäre ein kleiner Schritt, wenngleich er nicht ausreichend ist. Zweite Bemerkung zum Thema Volkswagen. Wir haben ja eben die Meldung bekommen, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat gegen Herrn Winterkorn. Das ist, ich denke, nicht überraschend, aber aus meiner Sicht auch absolut zwingend. Was wir bei diesem Skandal nun wieder sehr plastisch erleben, ist, dass es schlicht ums Geld geht, um nichts anderes. Es geht zum einen, oder es ging dem VW-Konzern wie anderen Automobilkonzernen ebenso, darum, den Profit zu steigern. Und Herrn Winterkorn geht es im Moment auch ums Geld. Ich habe ja zur Kenntnis genommen, dass er eingefordert hat, dass sein bis Ende 16 laufender Vertrag noch vollständig ausgezahlt wird. Da fehlt mir doch bei weitem ein bisschen das Problembewusstsein eines solchen Spitzenmanagers, der wenig glaubwürdig erscheint in diesen Tagen. Das, was bei VW offensichtlich vorgefallen ist, ist kein Betriebsunfall, sondern wir haben es auch hier mit der Tatsache zu tun, dass offensichtlich große Konzerne, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, ihnen bestimmte Standards, soziale Standards genauso wie Umweltstandards, die in den Ländern gesetzt werden, ziemlich egal sind. Und sie schlicht ihre Marktposition und ihre wirtschaftliche Stärke ausnutzen, um an diesen Regeln vorbei ihr Unternehmen zu führen. Das kann so nicht bleiben und insofern sind auch die juristischen Schritte, die eingeleitet worden sind, absolut notwendig.
Ich will an der Stelle auf einen Punkt hinweisen, weil dieses Thema demnächst ja auch wieder hier in Berlin bei einer Großkundgebung am 10. Oktober eine Rolle spielen wird, das Thema TTIP. Sie können sich einen Moment vorstellen, welche Situation wir hätten, wenn die amerikanischen Umweltstandards nach einem Abschluss eines TTIP-Abkommens festgelegt worden wären. Dann hätte VW jetzt die Möglichkeit, vor einem privaten Gericht gegen diese Standards zu klagen und könnte möglicherweise mit Erfolg die Umwelt verpesten. Ob ein solches Abkommen ein Fortschritt ist, mag jeder für sich bewerten. Wir als Linke sehen darin keinen Fortschritt. Und ich gehe davon aus, dass wir am 10. Oktober, wenn wir hier in Berlin eine Großdemo haben, zu der die Linke aufruft mit vielen anderen Vereinen, NGOs zusammen, dass wir dies noch einmal sehr deutlich zum Ausdruck bringen werden. Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Syrien. Was wir dringend brauchen, sind erstens, dass alle beteiligten Seiten alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen, die gegeben sind. Dass wir zweitens, darauf hat der UN-Gesandte nochmals hingewiesen, dringend vor Ort einen Waffenstillstand brauchen. Dass wir drittens die zivilen demokratischen Oppositionskräfte in Syrien in diesen Prozess mit einbeziehen. Und dass viertens schnellstmöglich alle Waffenlieferungen nach Syrien eingestellt werden, egal durch wen die Waffen geliefert werden. Und fünftens, auch das ist seit Jahren mittlerweile überfällig, brauchen wir endlich einen gemeinsamen Beschluss des UN-Sicherheitsrates, wie mit diesem Konflikt umgegangen wird. Ich will in aller Deutlichkeit sagen, weil auch darüber ja in den letzten Tagen diskutiert worden ist, ich kann mir eine Perspektive, eine demokratische, eine friedliche Perspektive Syriens mit Assad nicht vorstellen. Aus meiner Sicht kann es eine Perspektive für Syrien nur ohne Assad geben. Dankeschön.